So. 24 Brass, das finde ich gut. Können wir das irgendwie noch verdoppeln? Also, sieht nicht so aus. So, hier nehmen wir die mal weg. Aua, aber aua. Dann brauche ich doch gar nicht so viel, wenn ich schon 26 Brass habe. Ja. So, ich habe mal ein bisschen die Verkabelung angepasst. Kannst du mir erklären, woher wir Purified Tetrahydras haben? Wir haben doch gar keine Thermalzentrifuge. Kriegt man nur raus. Keine Ahnung. So, ja. Wir sollten jetzt einen ganzen Haufen mehr Strom haben. So, ich habe jetzt aber Strom frei. Ich habe nur ein Problem. Ich habe bald 6 oder 7 Tage Strom. Ich habe keine 3 Large Steel Pipes, damit ich deine Dinger hier wieder hinstellen kann. Bau welche. Ist da alles genug da eigentlich? Das heißt einmal so. Das heißt genug. Einmal so. Warum geht nicht DevCount? Keine Ahnung. DevCount. Ein DevCounter. So. So. Number of Devs. Ich habe 57, sondern 32. Bin doch schon. Ich brauche mehr Stahl. Das liegt vielleicht daran, dass du keine OP hast. Braucht man dafür OP? Oder nicht. Hä, aber Death-Counter kannst du einfach bei Leaderboards und bei dem Sein im Inventar und dann. Ja, er wollte wahrscheinlich irgendwie einen Command oder sowas. Aber dann braucht man dafür Dings, ja. So. Operatorrechte. So, ich habe jetzt mal 45. Nee. Hat er nicht. Warum hat Philipp? Hat er nicht. Hat gar keine OP außer wir beide. Ja, aber Slash. Was hattest du eingegeben, Slash? Dev? Nö, gibt's auch nicht den Befehl. Nö. Also, du kannst, falls du das hier oben siehst, du kannst hier bei Leaderboards nachgucken. Dev per Hours. Ja. Oder einfach ganz normal Number of Death per Hours ist. Ja. Jumps. Miles. 35.000. Wie lange spielen wir denn eigentlich schon? Wollte ich auch gerade gucken. 58 Stunden erst. Ich habe 30 Stunden heute früh geschätzt. 30? Wie viel haben wir denn? 60 um. Ja, also 50 kannst du rechnen in etwa. Ja, aber ein bisschen waren wir auch so immer noch mal online, deswegen also circa 50 Stunden aktive Zeit. Ja, 50 oder 60 war ich ja anderer. So. Muss ja überlegen, 60 Stunden, was das für eine kranke Zahl ist. Ja. Ist das angenehm. Wir haben Maschinen, die das alles für uns automatisch verarbeiten. Auch wenn die Fortschimmer um einiges schneller sind als die ganzen restlichen Maschinen. Aber ist eigentlich auch egal. Oh, wir haben Zinn. Ich mach mal wieder ein paar Zinnkabel. Oh, wir haben Kupfer. Meins. Ha, wir kriegen gerade Zinn und du, ich mach wieder Kabel. Wir brauchen auch Zinnkabel ohne Ende. Ja, ich weiß. Also wir müssen halt nur irgendwie mal langsam eine effizientere Möglichkeit finden, hier Ding zu machen. Ich sag auch Zinn. Zinn hört sich viel besser an. Zinn ist wahrscheinlich sogar auch richtig, oder? Weiß ich gar nicht. Bei Tinn ist ja das eigentlich. Was brauchen wir für Resistoren? Ja. Kupfer. Ja. MC Gamer, sieht mal bitte so, dass du möglichst viel Kupfer bekommst. Wir brauchen einfach unmenschlich viel Kupfer. Kriegt man aus Tetratit nicht auch Kupfer? Ja. Gut. So, ich habe den Chemical Reactor jetzt mal mit 64 bis Oxygen voll gemacht. Mein
kannst auch übertreiben. Jetzt nur mal so, weil wir es haben. So. Crushed Copper, Crushed Iron. Interessant, dass die beiden wirklich komplett leer sind. So, mach mal bitte hauptsächlich Kupfer erstmal. Also, hat doch nichts. Da passen sogar nochmal 2x64 rein. Coole Maschine. Okay. Chest ist voll. Interessant. Gut. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wollen wir sonst nochmal wieder eine Sugarcane Farm machen? Ja, aber eine automatische. Und wenn einen vernünftigen Platz suchen. Ich habe keine Ahnung, wie man eine automatische Sugarcane Farm macht. Obwohl, müssen wir wieder zum. Nee, dann lieber erstmal ein Dings. Machen wir später, brauchen wir Platz und so. Ja. Okay, also, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge von diesen feinen Copper Coils. Ach, das kommt mit rum, bin ich blöd. Also, die Maschinen, die quälen sich gerade ziemlich durch. Ja, aber wir haben noch Strom, das freut mich. Apropos Strom haben wir. Oh mein Gott, schon wieder nur 350. Ich gucke immer zum perfekten Blick hin. Oder ist der schon? Ich mache automatische blöd mit Observer. Ach du Scheiße. Ja, nee. Toll. Was ja machst du da mit Observer? Und ich will nicht mit dem Redstone hier arbeiten. Deswegen. Ein Observer ermittelt, wenn ein Blockpoly ist, geht ein Redstone Signal aus. Ach so. Genau. Ja, warte mal, wir haben noch einen ganzen Haufen Carbon, oder? Wir können das mal verbrauchen. Eins zu eins die Teile, okay. Ach du Schande, ey. Wir brauchen echt mehr Maschinen. Und wir sollten langsam mal auf MV gehen. Gibt's doch nicht, dass wir so langsam sind. Und du bist gemutet, falls du es nicht weißt. Oh. Ich gebe dir einen Tipp, mach Teamspeak nebenbei auf, dann siehst du's. Ja, hab ich ja. Aber ich guck da nicht drauf. Warte, ich muss erstmal den Boiler wieder anschmeißen. Ja, ja, gib mir bitte einer mit Schlafen. Ja, warte, ich. Hetz mich nicht. Ja. Was wird das? Wiremel nochmal? Copper-Cable nochmal durch die Wiremel? Ja, nicht? Das sind diese so, die Foil-Dinger. Fein-Dinger. Ich wollte es aber. Ja, genau. Und ich ja nicht. Von denen brauche ich 4 Stacks insgesamt. Ja, ist doch, geht doch. Ja, weil dann kann ich da nämlich mit 4 Stacks nochmal wieder 8 Stacks Resistoren machen. Grüße von Mama. Grüße zurück. Sag ich ja. Also, wo haben wir nochmal Glasdust herbekommen? Ach nein. Hey, wir haben noch einen Freiwilligen. Wir brauchen Glas. Unmenschlich viel Glas. Und du bist wieder gemutet. User in your channel timed out. Okay. Vielleicht ist er auch ausgetimed, das kann vielleicht auch sein. Ah, okay, so kann man das auch machen. Also, Paladin Wolfi, ich muss dich einmal Island Invite. Du musst einmal Island Leave machen und dann einmal hier reinkommen wieder. Und dann halt die Einladung annehmen. User was moved to your channel. Hi!
Und dann solltest du normalerweise hier wieder auftauchen. Ja, hi. Du weißt ja in etwa, wo was ist. Ich brauch mal Flint. Na. Gleich mal ein bisschen mehr. Ja, wobei, wir haben... Die Maschinen sind halt alle belegt gerade. Ja, wobei, dauert 1,5 Sekunden. Passt schon. Oder? Ist der Macerator nicht belegt? Ah, der läuft gerade gar nicht. Ha! Meine Chance. So. Ja, ich... Ja. Ich glaube, da muss man nichts mehr zu sagen. Nee, das liegt nicht an TeamSpeak. Er timet ja komplett aus. User was moved to your channel. So. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe das Internet nicht mehr. Ich find's eigentlich witzig. Ich glaube, ich habe das Internet. Ja, hast du Google googelt? Oh, hör mir auf, ey, wie viele Leute das tatsächlich machen. Aber ich habe nichts gemacht. Google gegoogelt? Ja. Damit gestern auch. Damit löscht das Internet. Ja, ja. So, ich habe das aber gestern Quarz noch gegoogelt, weil ich wissen wollte, wann Google gegründet wurde. Okay. Bims. Wolfi Mirko. Nee, Mikro. Ach, da. So, jetzt sollte es hier alles wieder. Oh nein. Warte. Funktionieren. Also bis jetzt leckst du nur ein bisschen. Ich merk's. So. Also das Problem ist, dass wir jetzt halt langsam zu einem Punkt kommen, wo wir halt... Aggressionsprobleme bekommen, richtig. Nee, wo wir echt verdammt viel vorbereiten müssen. Nee, hier wird nichts vorbereitet. Nein, also im Sinne von, dass die Maschinen halt die ganze Zeit einfach laufen. Paladin Wolfi, du kannst dir prinzipiell alles von denen nehmen hier und sieben. Oh, was machst du denn mit so viel Flint? Das. Vielleicht ein bisschen einfacher diese Glasdinger. Also, wir können halt entweder im Mixer Sand und Flint das, also pulverisiertes Sand und pulverisiertes Flint reinschmeißen und kriegen dann dieses Glaszeug raus. Oder wir müssen halt immer Glas gießen und das dann pulverisieren. Was zwar stromeffizienter wäre, aber extrem nervig ist. Weil wir müssen halt quasi das Glas auch direkt wieder, also wir müssen das in das Smeltery durchlaufen lassen. Mache ich jetzt noch parallel. Geht leider nicht im Grindstone. Das ist eine spezielle Art von Glas. Ich habe ihn eingeladen. Er muss annehmen. Sorry. So. Mikrofon. Nein, die war jetzt. Stimmt, ich habe hier Kobalt reingeschmissen. Jetzt nur die Frage, wo hat Joe die ganzen Formen hingetan? Weil die liegen hier nämlich nirgends. Das ist jetzt die Frage. Weil ich würde mir halt gerne jetzt mal langsam ein paar vernünftige Werkzeuge machen. Hallo? Ja? Waiting for Server habe ich. Na, dann lege ich ja doch nicht.
Irgendwer hat den Server kaputt gemacht. Aha, war bestimmt MC Gamer. Hier liegen so viele Items rum. Nee, die paar sollten nichts machen. Hä? Starten Server neu. Wow. Jetzt geht's wieder, oder? Ja. Ja. Interessant. Okay, ja, jetzt geht's wieder. Okay. Watch TPS ist wieder normal, ja. Das heißt normal, die ist mittlerweile schon bei 16 MS. Was? Ja, MS, nicht TPS. Ach so. Vanadium voll oder nicht eingeordnet? Guck nach. Würde ich gerade sagen. Schon wieder ein Lag, oder? Hä? Guck mal bei Tab. Ich glaube, diese Verbindung ist gerade nicht so pretty. Ja, Freitagabend wieder. Ich glaube, das liegt. Nee. Ja. Ist doch immer wieder freitagsabends. Shift rechts. Das ist aber jetzt auch mal Probleme. So. Ja gut. Linksklick. Bestimmt alle außer ich. Interessant. So, was brauche ich denn? Zu viel anscheinend. Ja? Ich brauche einmal das. Tool Rod haben wir. Ich gehe mit dem Hund runter. Mich abreagieren. Ich kann jetzt mal deinen Host-Server halten. Ne? Ja, der Host ist aber nicht bei mir. Paladin Wolf, hast du die Einladung mittlerweile von Vizebeast angenommen? Nein. Du musst von Vizebeast Team. Auch den Kram annehmen. Bis gleich. Ist im Inventar oben rechts. Bis gleich. Pickaxe Head. Binding hab ich. Tool Rod. Sword Blade. Und White Guard. So, was ist das letzte noch? Achso, Flint. Okay, dann habe ich alles. Da ein wenig Gold. So, dann einmal so. Ja, ne. Dann einmal so und so. So. Dann war es das schon an Gold. Interessant. 5 Ingots. Muss ich mal eben ausgießen. Warum auch immer wieder mittlerweile 4 Casts haben. Interessant. So.